Moin Leute, das letzte Video ist ja schon 3 bis 4 Wochen her, deswegen wird es mal wieder Zeit für einen neuen Vlog. Ich werde euch heute einfach mal ein kleines Update geben, wie die letzten 3 bis 4 Wochen bei mir so liefen. Gab auch einen kleinen Grund, warum es kein Video gab. Ich war quasi mit meiner Entwicklung, mit meinem Knie nicht ganz so zufrieden. Und deswegen die Laune, irgendwie ein Video aufzunehmen, auch nicht ganz so hoch gewesen. Bei mir ist das immer. Ja, keine Ahnung, man ist deutlich motivierter, irgendwie was mit anderen Menschen zu teilen, wenn gerade alles irgendwie gut läuft und nicht zwingend, wenn es gerade irgendwie nicht so läuft oder man selber nicht so zufrieden ist, wie alles gerade läuft, dann muss man erstmal gucken. Man muss erstmal eine Lösung für sich finden und wenn ich für mich dann eine Lösung gefunden habe für mein Problem, dann kann ich auch wieder ein bisschen positiver in die Zukunft schauen. Um genau darauf zu sprechen zu kommen. Ich glaube, man hat ja am Ende des letzten Videos gesehen, das war eine Woche nach meinem Joggen zu Hause beim MTV auf der Tatanbahn, war ich ja nochmal laufen, 3 Tage vor dem HSV-Spiel. Ich glaube, man hat in meinem Feedback auch gesehen, dass mir das Joggen, glaube ich, unendlich gut getan hat und ich mich richtig gut gefühlt habe dabei. Ist allerdings so, dass mein Knie danach wieder dick geworden ist. Also ich habe das gar nicht so direkt erst gemerkt. Vielleicht war es auch einfach diese Kombination aus deutlich überbelastet. Ich muss da zu meinem Vergehen auch sagen, ja, ich bin tatsächlich ein bisschen gesprintet. Ich wollte es einfach ausprobieren. Ich habe mich in der Situation sehr gut gefühlt und ja, wollte es einfach ausprobieren. Plus in der Kombination mit, dass ich auch ein bisschen mal, ich weiß nicht, 50 bis 100 Meter oder so rückwärts gelaufen bin, weil das ja auch nochmal eine andere Belastung ist. Ist dann so ein bisschen, wie ich das im Spanien-Urlaub verkackt habe mit dem Bergablaufen, weil es so eine Art Abstoppbewegung ist, halt dieses rückwärts abdrücken. Ja, ist einfach eine andere Belastung fürs Knie gewesen, war eine neue Belastung. Und davon durfte ich jetzt mal wieder die Folgen tragen, wie soll ich das anders sagen? Genau, chronologische Reihenfolge. Ich war an einem Samstag, war ich joggen, habe dann am Sonntag schon gemerkt, okay, ist ein ganz guter Muskelkater da. Am Montag war dann das Relegationsrückspiel vom HSV. Auch als wir dahin gefahren sind mit dem Zug, habe ich schon immer gemerkt, so, okay, du hast schon irgendwie einen ganz guten Muskelkater. Aber wie gesagt, ich habe es dann immer auf einen Muskelkater geschoben und gesagt, ach komm, das ist in 2 bis 3 Tagen schon wieder durch. Das Doofe an der Geschichte war dann halt noch, dass wir sowohl auf der Hinfahrt als auch im Stadion als auch auf der Rückfahrt gefühlt, also nicht auf der Rückfahrt, aber auf dem Rückweg, gefühlt den ganzen Tag gestanden haben. Wir waren ja auch irgendwie von 14 Uhr bis um 2:30 oder 3:30 in der Nacht sogar irgendwie unterwegs und haben die ganze Zeit gestanden in der S-Bahn und gewartet und hier und da. Und das kam dann nochmal als zusätzliche Belastung für das Knie dazu, dass es nicht wirklich viel Pause hatte an dem Tag. Ja, doofer Zufall immer, aber ja, ich schiebe es jetzt einfach mal ein bisschen auf diese beiden Sachen, auf das Sprinten und auf das Rückwärtslaufen, plus nicht lange Pause danach und eine ziemliche Überbelastung mit Stehen quasi beim HSV-Spiel. In Kombination mit ein bisschen Alkohol natürlich auch nicht unbedingt gesund für eine gute Regeneration an der Stelle. Genau, die ganze folgende, die Woche hatte ich auch keine Krankengymnastik mehr und habe auch eher versucht, mich zu schonen. In der Woche darauf ging es dann wieder los mit Krankengymnastik, also KGG im Endeffekt. Ich ziehe meinen eigenen Trainingsplan da durch, da ist keiner, der mich direkt betreut so. Habe dann beim Sportmachen auch schon gemerkt, dass viele Übungen nicht so gut gehen, was dann auch nicht unbedingt sich motivierend auf meine Laune ausgewirkt hat. Bei mir ist es halt so, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin so ein bisschen ungeduldiger Mensch. Also, wenn man mir sagt, hey, du kannst wieder joggen gehen, dann will ich auch wieder joggen gehen. Dieses sich langsam rantasten an das Ganze, das kann ich nicht so gut. Sich mich selber einfach noch zu bremsen und nicht direkt zu denken, so, hey, der Arzt sagt, ich kann eine Bandage anziehen und dann kann ich wieder joggen gehen und dann ist alles wieder wie vor der OP und alles ganz entspannt. So ist es leider nicht, sondern es ist wirklich so, man muss sich da ganz langsam rantasten und kann nicht so drauf lospacen, wie es vor der OP vielleicht mal gewesen ist. Ja, deswegen die erste Woche Pause gemacht, die zweite Woche wieder langsam angefangen, Sport zu machen.
Da habe ich dann auch gemerkt, so, okay, es ist halt nicht nur ein Muskelkater, sondern es ist auch ein bisschen dick geworden. Man hat es am Knie auch gesehen. Es ist jetzt nicht so dick geworden wie so eine Kartoffel, sodass man es optisch sehr stark gesehen hat. Aber man konnte schon wieder so die Kniescheibe ein bisschen hin und her schieben. Also man hat schon gemerkt, dass da Flüssigkeit auf jeden Fall im Knie da ist. Und auf der anderen Seite merke ich halt, dass es extrem dehnt oder ich Schmerzen habe, wenn ich mich wie so ein Kleinkind auf den Boden setze. Was ich quasi meine ist, wenn ich so in die Hocke gehe, fängt es hier im linken Bein immer an zu ziehen. Aber jetzt, wo ich sag mal, wieder ein Großteil der Flüssigkeit wieder raus ist, kann ich ganz entspannt sitzen und alles ist gut. Ja. Das Knie war auch ein bisschen heiß, also wenn man so die Hand draufgelegt hat, hat man da schon ganz gut Wärme gemerkt. Wie gesagt, ich hoffe für mich, dass ich mir wirklich nichts getan habe. Ich bin in 2 Wochen auch nochmal wieder beim Arzt zur Kontrolle. Der darf sich das Ganze nochmal angucken und bewerten und dem werde ich diese ganze Geschichte auch nochmal erzählen. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass nach einem 21-wöchigen Heilungsverlauf, dass man sich beim Geradeauslaufen irgendwas kaputt macht. Meine Laune hat es nach dem Joggen auch gezeigt. Ich war gut gelaunt, ich hatte keine Schmerzen, ich hatte das Gefühl, dass alles gut gelaufen ist. Deswegen muss das auf einen großen Muskelkater, eine zu große Belastung irgendwie hinauslaufen. Ja, dann die beiden Wochen drauf auch gearbeitet und auch weiter Sport gemacht. Das war teilweise so, dass also ich muss jetzt sagen, ich bilde mir ein, dass es vor diesem Jogging-Tag, wie auch immer, dass ich richtig fit war, dass ich kaum Schmerzen oder irgendwelche negativen Gefühle in meinem Knie hatte. Was jetzt allerdings schon der Fall ist. Also was jetzt wieder da ist. Ich kann mich jetzt nicht mehr so gut dran erinnern, wie die Zeit nach der OP lief und so. Also im Detail. Und habe jetzt das Gefühl, dass ich wieder deutlich mehr spüre in meinem Knie, was so Bewegung angeht, was Belastung angeht. Man hat das Gefühl, da klödert alles drin hin und her und man spürt irgendwelche Muskeln und irgendwelche Sehnen, die da drin sind, wenn das Knie beansprucht wird. Das macht irgendwas mit dem Kopf. Und das hatte ich Ende der 2. Woche, Anfang der 3. Woche habe ich mich dann dazu entschieden, auch mal so eine kleine Ibu-Kur zu machen. Also ich habe dann 3 Tage lang morgens und abends noch eine Ibu 600 eingeworfen. Nicht, weil ich irgendwelche Schmerzen hatte, weil also das ging wirklich. Der Grund war einfach, um meinen Kopf auch ein bisschen von meinem Knie abzulenken. Einfach um das Knie mal so ein bisschen, ich bildlich gesprochen, einfach schlafen zu legen und zu sagen so, hey, auch dass sich da nichts entzündet oder was auch immer, was da denn jetzt gewesen sein mag. Und das hat auch ganz gut geklappt, weil nachdem konnte mein Kopf so ein bisschen abschalten und ich war nicht wirklich jede Sekunde so, oh, was ist das? Was bewegt sich da gerade? Was passiert da? Was ist da los? Das war ein bisschen weird. Und ich finde es auch tatsächlich irgendwie ein bisschen nervig, ständig irgendwie wieder so Rückschritte zu machen. Ich persönlich, wie gesagt, bin ein ungeduldiger Mensch. Ich hätte es lieber, dass es so zwar langsam, aber stetig irgendwie bergauf geht. Aber diese Rücksetzer, 2 Wochen nach dem Spanienurlaub, bis alles wieder so war, wie es jetzt war. Jetzt sind es fast 3 oder 4 Wochen, wo ich noch nicht sagen kann, hey, das ist wieder so, wie ich der Meinung bin, wie es vorher mal war. Ich merke jetzt nach der 3. Woche, merke ich allerdings im Training schon klar, dass meine Muskeln klar stärker werden, ich keine Ahnung, mehr Gewichte auflegen kann, ich mehr Wiederholungen schaffe, die Übungen besser ausführen kann und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt schon, aber wie gesagt, ich habe immer noch diese Spannung im Knie jetzt, wenn Belastung drauf ist, wo ich sagen würde, das war vorher tatsächlich einfach nicht so. Was habe ich in der Zeit lang gemacht? Also wie gesagt, die 1 Woche ja geschont, in der 2. Woche bin ich dann auf YouTube gegangen und habe geguckt, was die Leute gegen Schwellungen in ihrem Knie machen. Da kam ganz viel so zur Kniepumpe, kann ich euch auch gleich mal sagen. Also man legt eigentlich sein Bein legt man ein bisschen hoch und versucht, das Knie, also die Kniescheibe einfach ein Stück nach oben zu ziehen, um dann so eine Art Pumpeffekt zu erzeugen, um dann diese Lymphe oder Wundflüssigkeit oder was dann auch immer in diesem im Knie drin ist, besser abzutransportieren. Ja, keine Ahnung, eigene Lymphdrainage irgendwie geguckt. Auf der Innenseite des Oberschenkels sind wohl die Lymphgefäße am stärksten. Ich kann das auch nur so aus kompletter Laienhand sagen.
dass man sich so ganz locker so die Innenseite von seinem Oberschenkel ein bisschen massieren kann, um ja, so ein bisschen Selbstlymphdrainage zu betreiben. Woran ich es auch immer noch klar gemerkt habe, dass mein Knie irgendwie angeschwollen ist, ist, dass ich es im Stehen immer nicht ein, also dass ich es im Stehen nicht gut einrasten kann nach hinten, also ein bisschen in die Überdehnung zu gehen, dass das Bein wirklich aalgerade ist. Das ist auch noch so ein Ding gewesen. Da merkt man hinten immer so eine Art, ich merke hinten immer so eine Art Blockade, dass es nicht weitergeht. Woran das liegt, weiß ich auch nicht. Wenn ich während des Sportes gut gedehnt bin, geht es meistens deutlich besser als so im Alltäglichen. Das alles wollte ich euch auf jeden Fall nochmal wissen lassen. Es geht wieder bergauf, aber nicht da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, sondern wir haben wieder einen kleinen Rückschritt gemacht. So eine Kacke. Auch mein Ziel quasi zur Saisonvorbereitung meiner Mannschaft wieder so fit zu sein, dass ich zumindest die Laufeinheiten richtig gut mitmachen kann, habe ich damit leider auch verfehlt. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht. Also mir nicht diese Rücksetzer, ich sag mal, zugefügt hätte und einfach ein bisschen lockerer trainiert hätte. Finde ich schade, muss ich aber durch. Ich bin jetzt schon wieder dabei, dass ich ganz entspannt immer ein paar Runden joggen gehe beim Training. Wirklich nicht viel, ich sag mal, 8 Runden oder so um Platz, also 8 mal 400 Meter, vielleicht 3,5 Kilometer oder so, plus mein ganzes Workout-Programm, was ihr schon zuhauf gesehen habt. Ja, es ist halt auch einfach so, dass wenn man mit dem Kopf ständig bei seinem Knie ist, ich weiß nicht, mir persönlich nimmt das auch einfach so ein bisschen die Unternehmenslust. Man wird auf eine Party eingeladen und sagt so, boah, ich bin gerade ziemlich abgefuckt von der ganzen Situation, ich habe keinen Bock, dass das schon wieder schlimmer wird, lass mal sein. Oder der eine fragt, hey, wollen wir rausgehen, dies und das machen? Und du sagst so, boah, ich kann aber nicht so lange laufen oder so. Weil das immer wieder wehtut. Ich hatte auch so eine Phase, da hast du so 2 oder 3 Tage ständig im Knie so ein bisschen gepiekt. Das war so, als hätte dir jemand so einen Maschendrahtzaun einmal quer übers Knie gelegt. Und also einfach viele komische Gefühle, die ständig irgendwie wechseln, wenn man ständig mit dem Kopf dabei ist. Das zwickt mal links, das zwickt mal rechts, mal ist es hinten das Gefühl, als hätte man Muskelkater, mal zwickt das vorne auf der Kniescheibe, mal ist es ein Pieken, mal ist es ein richtiges Stechen, mal ist es weniger, mal ist es mehr. Das ist ultra komisch und es beunruhigt einen in der Situation einfach. Ich kann für mich auf jeden Fall als Fazit nehmen, solange, ich hab's glaube ich in den Videos vorher schon gesagt, ich muss mich einfach nochmal selber dran halten. Solange man beim Sport machen keine richtigen Schmerzen hat, kann man auch weitermachen, aber alles immer in Maßen. Ich habe auch in der Phase, wo mein Knie dick war beim Training, wurde mir geraten, die Squats nicht so tief runtergehen, weil das Spannung im Knie erzeugt. Oder auch die ganzen Sprungübungen, die ich immer so mache. Auch einfach weglassen, auch nicht gut, aber trotzdem weiter an der Kraft arbeiten und da mache ich auch Fortschritte. Also in diesem Sinne, haut raus, Leute, bleibt am Ball und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Tschüss!